Am 13., 14. und 15. Dezember tritt der Nationalrat noch einmal in der Hofburg im Parlament Ausweichquartier zusammen. Und wie es schon Tradition hat, gegen Jahresende, da schiebt sich scheinbar die Arbeit ein bisschen zusammen. Allein über 30 Gesetzesentwürfe müssen besprochen werden und noch viele, viele andere Punkte stehen auf der Tagesordnung. Unter anderem geht es dabei um die hohen Preise im Energiesektor, darüber wird gesprochen, aber auch bei der Pflegereform wird weitergearbeitet. Zum Beispiel soll es eine sechste Urlaubswoche für alle Pfleger über 45 geben. Auch bei den Präsenzdienern und bei den Wehrdienern, da soll das Sold bzw. das Gehalt ein wenig erhöht werden. Und weitere Themen sind dann unter anderem auch noch natürlich das Asylthema. Es wird über den Iran gesprochen und auch über die aktuelle Situation in der Ukraine. Eingeleitet wird das Ganze übrigens durch eine Aktuelle Stunde der FPÖ. Das Thema Wohlstand und Sicherheit für Österreich statt EU-Sanktionen und Masseneinwanderung. Und ganz besonders spannend an der Sache ist auch, dass diese drei Tage, die letzten drei Tage im Parlamentsausweichquartier sind. Ab Mitte Jänner geht es dann weiter im historischen Parlamentsgebäude an der Wiener Ringstraße.